On board sehe ich hier gerade. Du hast es ja on board, das Blutduftdings da. Ja, schöner Rechner. Ultra stark. Der zweitbeste Intel-Prozessor, den es gibt. Nur noch der 13.9er ist besser. Oha. Sehr geil. Ja, cool. Passt ja für den Preis. Ist doch entspannt. Damit hast du jetzt wieder ein paar Jahre Ruhe. Keine Ahnung, 6 Jahre vielleicht. Und Grafikkarte kann man immer noch aufrüsten. Ja, aber starkes Ding. Ja, passt doch. Ist doch super. Aber es ist ein brutaler Unterschied. Wenn du sagst, du hast eine Schrottkiste gehabt. Das ist ja krass. Ja, genau, die habe ich ja auch. Ich habe ja WQHD. Und wenn man, je nachdem, was hast du für einen Monitor? Hast du da Full HD, WQHD, 4K? Ich habe halt WQHD. Und ich will immer eher mit High Frame spielen, wegen meiner Game Sickness. Je mehr Frames, desto weniger Krankheit im Kopf. Ja, ist geil, gell? Dann machen auch Spiele Spaß am Anfang. Wenn man neuen Rechner hat, dann ist es egal, dann zockt man halt einfach. Ist das schon nice. So, ist hier der Schmied hier. Kannst du eigentlich dieses Gegenstand verwerten, auch irgendwas? Ah ja, 1440p. Ja, sehr geil. Dann hast du ja auch den passenden Monitor zu der Hardware. Oha. Yo. Okay. Das ist so falsch, diese Angabe hier. Hier steht 1440p, 2560 und hier steht maximal 1920. Ja, nice. 1440p und 165. Ja, passt perfekt. Passt perfekt zu 4070D. Ja, schön, schön. Ja, da lohnt sich auch die 4070Ti. Ja, cool. Schön, GZ zu dem. Voll toll. Und wie ist Harry Potter so gelaufen? Echt? Du hast Jute im kleinen Fenster geschaut? Oh. Achtet ihr auf eure, weil du mit voll überfordert warst, oder sitzt du so nah dran? Es gehen wieder Hexen um. Aber jetzt, wenn du auf den kleinen Monitor gehst, kannst du dich nie wieder zurückgewöhnen. Das kann ich hier nicht tun. Thaisa? Ihr seid die Daisa, Daisa, écoutez-moi. Horadrim. Horadrim, Horadrim. Ja. Ja, nun? Ja, und ich glaube, Harry Potter ist Solo-Spiel, ne? Und wenn du WoW mit einem Kumpel spielen kannst, so zahlst du viel spaßiger als alleine ein anderes. Aber WoW wird immer dich einholen, weil bei jedem Patch brauchst du neue Mounts. Ich habe da nicht so irgendwelche Vorgaben, die ich machen muss. Warum sollte ich euch helfen? Ja, wir alle wollen Elias tot sehen. Ja, aber die Reparatur des Seelensteins, das betrifft Lilith und sie geht mich nichts an. Ich brauche sogar die Filmbeleuchtung dabei aus. Quecksilber und eure Werkzeuge. Ja, brauchst du ja nicht.
Wie ihr sicher wisst, bleibt ich bin eh kein Fan von dem ganzen so Blinke-Blinke. Ich bin, ist der Scheiß eh unterm Tisch. Aber dank euch habe ich Andariels Beschwörung überlebt. Mein Werkzeug steht zu eurer Verfügung. Oder jetzt im Wohnzimmer. Hier, wo ich jetzt bin, gibt es nur Monitore. Zu Werfer gehen müssen. Findet sie. Ich habe einen Raum von nur Monitoren geben, hier und Kabel. Das ist aber auch geil. Hier ist wieder was. Hexe des Ödlands. Kampagnenquest? Ach so, hä? Ach, das ist ja die Quest sogar. Ich dachte, hier ist die nächste, aber das sind ja verschiedene. Gastfreundschaft des Sumpfes. Ja, cool. Yo! Richtig toxic, der Computer. Voll grün. Richtig toxic hier. Oha. Ja, ich hab die bei mir alle unter dem Tisch stehen. Das ganze Zeug. Boah, da hätte ich immer so Angst, dass es abbricht, das HyperX-Dings da. Boah, da habe ich immer so einen Film schiebe ich da immer. Wenn ich so ein Ding direkt anstecke, oh, denke ich immer, komm da ran, dann bricht es ab, das ist schon passiert. Bei Sticks, USB-Sticks. Aber gerade wenn so angesteckt ist, hast du nicht viel Empfang. Wenn du nur so ein kurzes Kabel hast, so wie ich hier, nur ein kürzeres Kabel hier, so, keine Ahnung, einen Meter oder so, und es dann ansteckst, dann hast du doppelten Empfang. Aber irgendwie tut das Kabel das Ganze verstärken oder so. Ich schieb sowieso immer Filme, ja. Aber bei sowas ist schon krass. Ich habe einen Meter weiter als mit dem alten Rechner und da steckst du es vorne drin. Ja, ja, aber trotzdem mit Kabel ist halt erstmal sicherer, was das angeht und zweitens mehr Empfang. Also müsstest du locker auf die 10 Meter kommen oder so. Aber es ist richtig toxic hier. Richtig Venom. Razer-Maus. Ja, aber das ist das Headset, das Wireless Headset. Das ist das HyperX, so wie das Ding heißt, mal das Headset. Ja, da oben in der Ecke passiert das nicht so viel. Ja, die ist auch okay. Nur war meine Version erstmal kaputt und ein bisschen zu klein. Also ich fand sie gut. Ich habe die sogar drinstehen bei meinen ganzen YouTube-Videos als empfohlene Maus. Alle Mäuse, die ich getestet und empfohlen habe. Oder empfehlen kann, habe ich drinstehen. Ich glaube, 3 Stück habe ich drinstehen. Die Logitech, die Corsair und die Razer. Mhm. Da. Hier. Da. Ich müsste eigentlich in jedem Video die drinstehen haben. Ja. Genau. Die 3 Mäuse. Also finde ich gut. Habe ich getestet. Habe ich alle noch da, außer den Nager habe ich zurückgeschickt. Weil die erstmal das Wireless-Ding war kaputt. Das ging, hat es ihm ausgefallen. Und zweitens ein bisschen zu klein. Für meine Riesenhände. Und die Qualität von dem Ding mit diesem, wenn ich das so habe hier, ist so schlecht. Aber cool, schön. Oben die. Okay. Geforze. Ja, schön. Und grün hast du selber eingestellt? Ja, das ist ja das Geile. Also, ich hatte mir gedacht, dass ich das mit 6 benutze. Ich schätze mal, ich hätte es dann auf 6 gelassen. Also 2, 6, 12 ist schon geil.
Aber ich schätze mal, dass ich dann auf entweder auf 2 oder auf 6 gelassen hätte. Ja, Kabel ist halt wie du möchtest. Ich kann Maus nicht mehr mit Kabel betreiben. Das ist einfach so ekelhaft. So wie immer so Widerstand und du bist nicht frei, du bist eingesperrt. Du bist schon eh eingesperrt in der Küche hier. Gut genug. Schlimm genug. Achso, switch das hin und her oder was? Aber ich kann auch die Steine auf dem Mount machen. Echt, das würde mich ja voll stören, wenn es nicht mehr down posiert alles. Okay, aber gut. Why not? Sucht Walter in der Aschenwüste. Wo ist denn der Walter? Mein Gott, Walter. Kann ich das auf dem Mount machen? Ach, da ist er. Guck mal an hier. Da ist er. Na, guck mal her. X, oder war das? X. Ich bin noch nicht bereit. Ja, das ganz normale RGB-Stuff halt. Ja. Ja, ist bei mir leuchtet es ja auch, die Grafikkarte leuchtet. Bei mir leuchtet auch die Wasserkühlung leuchtet, alles leuchtet. Aber ich hab's unterm Tisch und sehe ich nicht. Das stört eher in der Nacht, wenn es dunkel ist, wenn ich dann nicht am PC bin. Ich lasse den ja laufen. Sucht. Okay, jetzt hat. Habt ihr die Angewohnheit, in den Häusern anderer Leute herumzuschnüffeln? Ja, normal, so mach mal. Wenn du mich schickst, was zu holen. Wer hatte denn diesen Rechner empfohlen? Also die Komponenten passen soweit. Tod geschickt. Also Grafikkarte, Prozessor ist schon main. Am Ende wird sie die Torheit ihrer Jagd auf Elias erkennen. Und sie wird wissen, dass Lilith unsere Zukunft ist. Oh, wieso ist denn... Ging ja der Bildschirm an aus. Oha. Oh, scheiße, ich kann... Man kann doch keine Pause machen, sagt der Bildschirm irgendwie aus. Ja, ich rufe dir irgendwas. Und dann... Kann ich angreifen, oder was? Ich benutze, weil ich in der Küche jetzt nicht so viel Monitore habe, mein Tablet als Monitor. Durch das Programm Space Desk, keine Ahnung, wer das kennt. Und es ist kurz ausgefallen. Irgendwie die Verbindung anscheinend, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es für euch auch geblinkt hat, aber. Wird halt hier ausfallen. Kurz. Ging immer wieder an. Jetzt muss ich wieder Discord haben, ich halt extra auf dem anderen Monitor. Sitzen Sekunden CDs. Da können wir sie spazieren gehen. Ich spare mir meine X-Taste auf. Ich warte aber noch 8 Sekunden. 3 Sekunden. Jetzt geht's los, komm. Ey, was die aushält. Kann gar nicht so mehr bursten. Da fehlt Ledge oder was von vorhin. Ich bin noch nicht bereit. Jo. Wo geht ihr denn am Spielfeldrand? CD sind 30. Zeit für die Vorbereitung. Ihr könnt dem Feuer nicht entkommen. Hier bin ich unverwundbar da drin. 10. Komm, ich muss aufladen für die CDs gleich. Oh, jetzt. Ich brauche Zeit für
für die Vorbereitung. Ja. Hau raus, was geht, Digi? Wenn man so in WoW ein Mage spielen könnte, wäre es halt ultra. So geil mit Controller für direkte Steuerung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, ey, wenn man so einen Charakter wie WoW spielen könnte, wäre es halt schon geil. Ich bin noch nicht bereit. Bin nicht bereit, ist so. Zeit für die Vorbereitung. Ey, immer wenn ich sie debuff, wird sie immun. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Jetzt aber komm. Energie. Genau. Wie in den Olympiastadion, oh, das ist schon ein Stück. Also, je nachdem. Olympiastadion. Ja, es ist jetzt nicht das, weil es nicht das nächste. Es geht. Ich schau mal kurz nach. Ist eigentlich nicht so weit. Hast du das auch in München das genommen oder was? Oder welches nimmt es das jetzt? Ich habe in Silberstein eingegeben. Und welches hat es jetzt genommen auf der Welt? Ah, München. Kannst du dir nicht vorstellen. Da haben wir schon hier. Hier. 15,7 Kilometer, 26 bis 36 Minuten wegen Stau. Ganz viel Stau gerade. Ach du Scheiße. Nein, höre ich nicht. Zu weit. Nee. Das ist zu weit. Also, je nachdem, zwischen 15 und 17 Kilometer oder 18. Das ist zu weit. Ich sehe höchstens von der Arena das Licht, wenn die Wolken richtig stehen oder so, wenn es trüb ist. Nee, das ist zu weit. So. Aber schöner Bosskampf hier. Ja, das ist gut. Habt ihr gut entschieden. Ein, zwei Sachen hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gemacht, aber je nachdem, was man für Preisvorgaben hatte oder Vorstellungen oder Budget, passt es dann eigentlich. Prozessor, einsame Spitze. Grafikkarte auch gigantisch. Monitor ist auch krass. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen am RAM was geändert. Je nachdem vielleicht noch die Festplatte ein bisschen größer, aber ja. Kann man alles noch machen. Ja, für 2K Ultra, passt doch. Bringt ohne das gereinigte Quecksilber. Weil mit Pferd ist es schon jetzt krass, aber irgendwie. Ah, ihr seid zurück. Nimmt es ein bisschen das Diablo-Feeling mit Pferd, oder? Schüssel auf den Tisch. Was erzähle ich? Ich habe nicht viel Diablo gespielt. Noch ruheloser. Wie geht es Donan? Achso, warte. Er hat einen Sohn verloren. Und je länger er sich weigert, sich dem zu stellen, desto mehr verzehrt ihn der Kummer. Koma?
Ist er im Koma? Denke ich mir. Und wie geht es? Schwer zu glauben. Ich weiß. Hexe des Ödlands. Wie meine Verbündeten sich Lilith angeschlossen haben. Menschen, von denen ich dachte, sie seien. Ja, jetzt kann es dann jeder Pleb spielen, Keks und eine Stichdose. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Weiß auch nicht warum. Weißt du? Am Anfang war es noch spannend, als nur ein paar Eis kann jeder Pleb durchspielen. War kacke, ja. Zuerst das, was sagst du dazu? Das Quecksilber. Gebt etwas davon in den Topf. Ich habe jetzt einfach einen Mount bekommen. Freund. Oder war es dreimal? Dreht noch einmal. Ich dachte, da gibt es irgendeine epische Quest. Den Schwefel. Ich hab die voll übersehen. Ich habe weitergequestet, weitergekommen und gesehen, irgendwie, ich habe eine Quest da. Geh zum Stallmeister wegen dem Pferd oder so. Obwohl der Questgeber gesagt hat, hat der dir erzählt von dem Pferd. Hat er dir was gegeben? Ach, ich bin zur Quest gelaufen. Aber jetzt habe ich schon das Pferd schon länger, aber trotzdem witzig. Ist nett, aber irgendwie war das Rumlaufen doch krasser, oder? Dass du immer wieder alles, was du dann gesehen hast, darauf reagiert hast. Jeden Mob getötet, so ein bisschen gegrindet, aber ich schätze mal, dass es dann doch... Nein, es funktioniert nicht. ...besser so unangenehmer ist. Halbes Elden Ring. Die Skillung, die ich da gefunden habe, auf der Seite... Sprecht draußen mit mir. ...ist aber nicht die, die du mir gegeben hast, glaube ich. Aber das passt schon. Weil der spielt ja noch ein bisschen anders. Der spielt nämlich mit diesem komischen... Der spielt hier mit dem Feuerball. Dass die alle explodieren. Und wir haben ja... Wir spielen es ja anders anscheinend. Und der spielt auch mit Glaskanonen und sowas. Ja, genau. Und so stell dir vor, das Gefühl, was du jetzt hast, Keksi, geht nie weg und hast du über 6 Jahre und wird von Tag zu Tag schlimmer. Welcome to my world. May the force be with you. Das wird nie wieder nachlassen. Das ist krass. Kommt da, ist aber echt so eine leider. Ist dann echt leider so. Und ich glaube, vielleicht mit 50 skill ich mal nochmal komplett um, genau wie der hier. Ich bin jetzt gerade dabei, hier weiter zu skillen. Aber ich wusste nicht, was ich weiter skillen sollte. Hab dann dieses Ding da gefunden. Anscheinend ist der Barbar schon wieder schon genervt worden und der war sehr, sehr stark. Ja, Exoskelett wäre halt Main, oder? Aufgabe, wenn man das auch gescheit steuern könnte, dass man auch noch fahren kann und sowas im Auto. Was können wir tun? Ich vermute, er traut sich selbst nicht mehr. Aber das ist genau das, was ich mir erst mal so erzähle vom Gefühl her. Wenn man ganz viel spazieren geht, keine Ahnung, wandern, laufen, Marathon läuft oder so, doppelt, dreifach im Marathon. Da gibt es einen Weg. Und dann hat man immer diese Fußschmerzen, diese Muskelkater, diese Krämpfe. Und genau das ist das, was immer da ist und nie weggeht. Jeder braucht eine Erinnerung daran, dann und wann. Wurde Mage auch genervt? Ja, schade. Kann. Wieso wurde alles genervt? Was ist denn dann? Hurra, was haben sie dann denn angepasst? Dem Jäger oder dem Totenbeschwerder? Wieso? Und was haben ein bisschen angepasst? Ich möchte euch etwas zeigen: eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Ich glaube, das wird. Stelle der Macht, krass. Ja, aber du hast ja dann, Vajan, ja zwei SSDs denn, oder? Weil da stand auf dieser Liste eine, da hast du noch die alte eingebaut. In deinem Rechner. Ich hab vorhin, Keksi, random eine Lilith-Statue gefunden. Hey, krass, scheiße. Einfach so random. Minus 50 von 10, oha. Okay.
Ja, dann wird es auch ewig so bleiben, bis du vielleicht irgendwelche Daten davon brauchst oder so. Mit dem alten Rechner. Das kann ich hier nicht tun. Ich habe erst zwei Lilith-Dinger, gell? Ich habe da wirklich random halt nicht gefunden. Ich habe jetzt hier eins. Fertig, zwei. Und das Geile ist, hier am Anfang habe ich die drei voll, die ganzen Boni-Dinger hier. Hier hat man sich nicht lang aufgehalten anscheinend. Und was mich halt nervt, ich habe kein Knochenmehl. Knochenmehl, damit ich noch plus ein bisschen mehr Trankmacht habe. Overall zwei Stück, ja. Ich habe nie irgendwelche gefunden. Vorhin war es nur ganz zufällig, als ich das Pferd aufgesattelt habe, laufe ich rum, bleibe in der Ecke hängen und dann war eine. Ach, du machst es nicht alleine, okay. Ja, besser so, als wenn du das kaputt machen würdest. Ich würde da gern die haben. Hier zum Beispiel noch Krankkapazität plus Fertigkeitspunkt hier. Also, ja. Hab jetzt letztes Mal, als ich gespielt habe, war es auch nicht so viel. Ein paar Stündchen habe ich jetzt nur das Quest gemacht. Nur Main Quest. Heute eine Side Quest und auch nur Main Quest. Zwölf, acht, acht, drei, acht. Also random gefunden oder was? Ich weiß, man nervt, ey. Ja, und zum Glück ist es Mount Instant. Aber ich habe schon vorher gesagt, Keksi, wenn sich so ein Mage und so WoW spielen würde, wäre es halt ultra geil. Stell dir mal vor, so direkte Steuerung eines WoW-Charakters mit Controller und so. In WoW. Mit nur 6 Spells, nicht mit 20. Oder haben wir 6? Weiß nicht, haben wir 1, 2? Ich glaube 6 Spells haben wir. Oder ne, 8, weil mit Heiltrank und noch im Absteigen. Wie haben wir denn? Ja, 6 Main Spells und dann noch Trank und Dodgen. Also 8. Wäre ultra geil. So ein WoW würde ich fühlen. Oh, Crit und Goblin. Ich bin noch nicht bereit. Bleibt nichts für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Lasst mich zurück. Yo, der war ja total einfach jetzt. Zurück wohin? Sauber. Ich musste leider ein paar Ledges ablegen. Ihr werdet, denn die waren so schwach. Es gibt noch mehr zu tun. Jero, moin, was geht? Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich war nie bereit. Ja, der muss ja auch grün leuchten, da darfst du nichts kaputt machen. Wäre schlimm, wenn nicht. Ich bin noch nicht bereit. Bist du auch im Grind? Ja, geht. Mit meinem scheiß Ohr ist immer noch ziemlich ripp. Ich darf immer noch nichts auf dem Kopf. Nichts tragen. Nichts haben. Kein Wasser, kein Tropfen. Nichts darf da rankommen. Immer noch ziemlich ripp. Und das tut mich so ein bisschen extrem kaputt machen. Noch extra Tabletten, noch extra Tropfen. Antiallergikum kommt auch noch dazu. Hatte wieder einige scheiß Attacken letzter Zeit. War nicht so geil, aber ja. Ich nehme aktuell 5 Tabletten, die mich müde machen, traurig, schwach, kaputt,
nehme aber Koffein und Taurin dagegen, um irgendwie dagegen zu wirken. Und zwischendurch bricht das so zusammen in sich. Ah ja, manchmal auch noch Muskelrelax. So eine Scheiße. Aber sonst ja, ne? Das Übliche bei mir. Mit irgendwelchen Addons und DLCs. Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen. Ich erinnere mich, wie habe ich früher 12 bis 16 Stunden geschrieben? Ich bin jetzt schon nach 10 Minuten fertig mit der Welt. Nein, nein. Ich habe ja, solange die Scheiße davon mit dem Ohr weggeht und, was werdet ihr und die Scheißallergie nicht zur Lungenentzündung wird, alles ist das okay. Hat seinen Preis, die übliche Fußscheiße, die kriege ich schon irgendwie gebacken. Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Nur Gespräche mit der Praxis und mit dem Arzt hieß nur, ja, wir haben keine Kapazitäten, wir können sie nicht auch, geht nicht. Kommen sie im Monat wieder. Vorgestern Telefonat gehabt, ich habe Ultraschmerzen, mir ist total schlecht und es geht gar nicht, das Ohr ist nicht besser geworden. Einen Ring, eine Halskette, sonst mir gegeben als Mittel hilft nicht. Lieb und teuer ist. Auch nehmt es noch eine Woche und dann rufen sie nochmal an. Wird unsere Freundin hier zwei Dinge auftreiben. Magensekret ja, danke. Und gelben Lotus. Ja, danke. Okay. Ja. Das ist töricht. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte mir, hä? Sag ich ja wie? Ja, geht da nicht. Termin, wenn dann Juli. Ey, wir haben den, was haben wir da euch angerufen? Am 5. oder 4. 6. Ja, klar. Oh Mann. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich habe Antibiotika bekommen, Cortison bekommen und dann wegen diesem scheiß Antibiotika Pilzbefall. Und dann auch wieder in den Ohren drin. Und das macht halt dein Gleichgewicht sogar ziemlich ripp. Das Lustige ist ja, ich bin ja da online angemeldet bei diesem Terminscheiß da und dann kannst du ja dir einen Termin machen lassen und dann immer wieder, wenn ein Termin frei wird, wirst du ja benachrichtigt. Aber ich kann die Termine nicht nehmen. Wenn ich mich als neuer Viewer, User anmelde, könnte ich früher Termin kriegen. Nur als bestehender Kunde nicht. Patient. Weißt schon. Müssen sie machen, könnten sie auch, aber mindestens 4 Stunden Wartezeit. Ich brauche Tau. Zeit für die Vorbereitung. Und doch, sie können mich doch wegschicken und sagen, dann gehen sie ins Krankenhaus. Habe ich schon erlebt, weil ich saß ja selbst schon da. Wir haben keine Kapazitäten, gehen sie ins Krankenhaus. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Aber ich weiß, was du meinst, dass sie eigentlich nicht dürfen, aber machen sie trotzdem. Das ist überall so. Die sind komplett überlastet, die Ärzte hier. Egal was du machst. Egal welche Ärzte. Orthopäde, HNO, Nervendoktor, alles. Alle. Komplett ausgelastet, überlastet. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Und für Kassenpatienten gelten ja ganz andere Auflagen. Ja, aber hey, was soll ich machen? Ich nehme die Tropfen weiterhin, habe mir jetzt noch ein bisschen mehr Tabletten reingezischt, dass ich halt überhaupt hier sein kann. Aber das mit dem extra Tabletten reinzischen ist halt immer so eine Sache. Wie ich schon gesagt habe, das Konstrukt bricht irgendwann zusammen. Du haust dir so viel rein, dass irgendwann der Körper zusammenbricht und dann bist du erstmal wieder ausgeschaltet. Kennt ihr so eine Art Koma, wenn ihr, sagen wir mal, wenn ihr ganz, ganz lange wach seid, so 2-3 Tage, dann so ein kleines Koma-Fall fühlt sich halt so ein bisschen an. Und das habe ich halt manchmal täglich. Also zu gewissen Zeit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Warte, Körper kommt da nicht mehr hinterher. Ja, kann man natürlich schon nehmen, klar.
Bei uns gab es eigentlich, muss ich sagen, noch kein so wirklich starker Regen. Sammelt Sekret der Madenkönigin, sammelt gelben Lotus. Bin ich ja richtig eigentlich? Bist du auch am Diablo grinden eigentlich, Hero? Genau, und das mit dem random zweiter Tage wach sein, dann ist man immer so, bricht man immer so zusammen, das bezeichnet so ein bisschen als Koma-Zustand, wenn man dann einfach zusammenbricht. Ich bin noch nicht bereit. Und das ist halt öfters mein tägliches Brot. Und dann kommt im Sommer halt noch die scheiß Allergie dazu. Und das schwächt den Körper noch. Und dann nehme ich ja noch so Antiallergikum. Ich glaube, das tut generell den ganzen Körper schwächen. Und das tut sogar dazu führen, dass meine Füße mehr wehtun. Ich weiß nicht, weil sie sich nicht mehr wehren können oder weil sie... Keine Ahnung. So, alles funktioniert. Ich bin noch nicht ja, ich meinte ja auch nur zocken, grinden. So, bist du bestimmt noch am Leveln oder so. Aber im Endeffekt tust du von Anfang bis Ende das Gleiche. Rumlaufen, Mobs töten. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Von daher ist es eh egal. Hallo Syncry, was geht? Ja, das wäre schön, wenn ich es auch nicht hätte. Mit der Allergie. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe ja so, ich bin ja das Antiallergikum, hab ich ja verschiedene Stärken. Momentan nur 5 Milligramm, ich kann auch 10 Milligramm nehmen und hoffe, dass ich das 10 Milligramm nicht so schnell brauche, weil es macht noch müder. Hatte gestern, also so total, nee, vorgestern war das. Ich hatte 5 Milligramm genommen, dachte mir total, ich habe genießt den Blöder, hab's genommen. Und dann ging es mir eigentlich, dann war das okay, Niesen war weg. Dachte ich mir, geil, jetzt kann ich tief durchatmen. Mach das Fenster auf, lass Luft rein und bin dann gestorben. Scheiße, sofort Fenster wieder zu. Habt ihr im DC gesehen? Ja, ich bin immer im DC, wenn ich im Stream bin eigentlich. Ich bin immer da. Genau. Gut beobachtet. Ja, in der Stadt leckt das hier in Kuscher war. Hier. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ah ja, und momentan ist es so, dass ich schlafe hier seit Jahren immer schon mit Oropax. Darf ich nicht nehmen, ich darf keine Oropax, ich darf nichts ins Ohr reintun, ans Ohr drauf, gar nicht mehr berühren. Kein Tropfen Wasser, nichts und ich tue mich halt so schwer mit Schlafen, weil es sind immer Geräusche. Und bei uns ist immer jede Nacht 1.30 Uhr ein verfickter Hubschrauber fliegt hier rum und um 4 Uhr irgendwas nochmal. Und dann fangen eh schon die Vögel an, was soll der Scheiß? Warum ist immer um 1.30 Uhr ein Hubschrauber hier? Das ist doch nachts. Sehen doch nichts. €40 kostet, kannst du das Game holen. Hat wurde auch gemacht. Da kommt dann einer vielleicht aus der Arbeit oder nach Hause oder was? Weißt du, ich darf nicht vögeln, aber die dürfen einfach laut sein, die Vögel. Also Wude sagt immer, bei MMOGA gibt es für 40, aber ich habe nicht nachgeschaut. Ja, ich verstecke mich immer, ich mache dann ohne Scheiß immer Licht aus. Falls ich wach bin oder so und der vorbeikommt, mache ich immer Licht aus. Unter die Decke und warte, bis er weg ist. No joke. Mache ich wirklich so. Und ich habe den eigentlich kaum noch gehört, weil ich immer... In ihr oder Kopfhörer aufgehabt habe oder Oropax, aber jetzt höre ich den ja wieder.
Ja, Q hatte ich zum Beispiel gar nicht. Aber ab, seit gestern können die normalen Pleb spielen. Macht da, für die Vorbereitung. Macht ja dann vielleicht Sinn, dass eine Q ist. Ist der gelbe Lotus auch hier drin? Ja, gell? Ja, okay. Ich bin noch nicht bereit. Achso, ich hab wieder so oft. Ja, okay, ich kann wieder so. Ja, das mit dem Soundeffekt ist auch immer seltsam. Manche Sachen sind so laut, manche sind so leise. Ich versuche bei der Stimme lauter zu machen, bei einem Effekt leiser. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich habe jetzt auf 50 gemacht. Ich hatte auf 55, 60, 70. Ja, Voodoo kann auch getrollt haben. Es gibt normalerweise kein Battle.net-Produkt auf MMOGA. Ich bin noch nicht bereit. Voodoo hatte mir gesagt, er holt sich das Spiel nicht, bis es im Angebot ist. Da habe ich ihm gesagt, der Angebot wird halt so sein, so Freitag der 13. Wie heißt dieser? Black Friday, Thanksgiving oder Herbst Sale und so ein Scheiß, aber sonst nicht. Dann hat er mir gestern einen Screenshot geschickt, dann habe ich heute geschrieben, wow, ist das schon im Angebot oder was? Hat er gemeint, ja, bei MMOGA, aber... Gut, du kannst nicht glauben. Also, Jero, ich muss sagen, der Beta habe ich gegeben 5 von 10. Was Rating angeht, dass man so Spaß gemacht hat. Bis jetzt bei der Vollversion, was ich jetzt gesehen und erlebt habe, bis jetzt so 7 von 10. Also, was mit Endgame und sowas ist, weiß ich noch nicht genau. Aber bis jetzt so zum Rumlaufen und zu Questen und die Story mit... einige Storyteile fand ich ganz cool, vieles habe ich auch geskippt. Da, wo du diesen echten Namen sagen musstest von Diablo und vom Mephistos und sowas, war ganz geil mit dem Wolf und alles. Einige Teile sind schon nice. Ja, also so 7 von 10 ATM. Was mich halt so ein bisschen halt zurückschreckt, ist diese scheiß Season, wo dann wieder Season Charts hast, wo du dann bei Null anfangen musst. Gar keinen Bock auf sowas. Ich bin noch nicht bereit. Ja, Beta, ich weiß auch nicht genau. Beta waren die Umstände vielleicht komisch. Tagesform, dass ich mich vielleicht scheiße gefühlt habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in welchem Akt ich bin. Ich habe einfach gespielt. Ich glaube, ich bin bei 4. Vorhin mal geschaut, weil ich hatte 2 Quests. Da wollte ich zu dem kleinsten Akt zuerst, aber da stand beides 4 oder so. Im Endeffekt ist es dann so eh von A nach B zu gehen. Also Akt 1 fand ich ultra lang, Akt 2 war irgendwie zu kurz, Akt 3 war okay, jetzt Akt 4 weiß ich nicht, ich bin ja nicht durch. Ja, die haben mir die Charts noch angepasst und genervt. Jero, deswegen hast du das vielleicht anders empfunden in der Beta. Naja, wenn du... Genau, ich muss L drücken. Glaube ich. Dann steht's da. Bei Ding weiß ich nicht, wo das ist. Bei hier. Ah, ich bin schon 5. Ja, okay, dann halt 5. Ja, dann 5. Dann war ich vorhin 4. Ich war... Also gibt's ja nur 5, oder was? Das mit dem Char stärker werden, du... Ich hab vorhin eine Waffe bekommen. Da hatte ich 91 mehr Power. Und dann dachte ich, geil, 91 mehr Power, habe alles aufgerüstet und auch Ding und blablub. Dann gehe ich zu den ersten Mobs, die waren so stark, ich habe sie kaum töten können. Also davor war das einfacher, danach ist es schwerer. Aber es gibt immer so gewisse Schwellen, wo du dann kaum Schaden machst. Und auf einmal hast du wieder Schaden, aber wenn du das Gear nicht bekommst, ist komisch. Also das wird sich mit dem Endgame ja schon irgendwie regeln, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe gar kein rotes. Tue ich mal das da rein. Das mit dem genervt, das weiß ich jetzt nicht, ob das damit jetzt zu tun hat. Ich habe das nicht so
Gut. Ich hatte jetzt am Sonntag zuletzt gespielt, Montag, Dienstag, geht nicht jetzt wieder Mittwoch. In den Kessel, um die Items haben Gegenstandsmacht. Ja, ich genau. Es nur für eine Verschwendung das habe ich gesehen, meiner. Aber wenn diese Gegenstandsmacht ist höher, aber trotzdem, wenn ich sie anziehe, habe ich weniger Angriffsstärke und weniger Leben. Nur ein bisschen mehr Rüstung oder umgekehrt. Dann trotzdem anziehen. Ich habe dann teilweise lieber die Legendary-Fähigkeit behalten. Hier zum Beispiel. Gegenstandsmacht 430 gegen 428. Wenn ihr das seht, genau, ihr seht das. Ich habe jetzt das Legendary drin gelassen. Ja, diese Breakpoints merke ich extrem. Hallo Syncry. Ich komme ins Discord, ich habe keinen Bock, Wall of Text zu schreiben. Oh, und ich muss dich Wall of Text leiser machen. Moment. Warte. Ich bin am Handy, switch gleich nochmal auf PC, ich bin gerade raus. Ja. Ich habe mein Tablet als Monitor benutzt, weil ich nicht so viele Monitor habe in der Küche. Da habe ich extra im Discord. Schön, dich mal wieder normal zu hören, übrigens. Moin. Ja, kann sein, dass du einige Nebengeräusche hörst, denn ich habe nichts im Ohr. Ich darf nichts ins Ohr reinmachen. Ich habe immer noch meine Gehörgangsentzündung, die sich noch erweitert hat und so eine Scheiße. Ist absolut nicht schlimm. Alles gut. Und jetzt muss ich halt dann immer die Lautstärke anpassen. Auch noch taub. Mir geht das so ähnlich. Bloß es tut nicht mehr weh, es ist nur noch taub. Das ist ja dann gut, Fragezeichen. Naja, trotzdem scheiße, aber nicht mehr ganz so schlimm. Dann ist ja praktisch, wenn du ein Headset hast mit einem Ohr. Dann passt's ja. Also so ein Kabel beim Handy. Das ist übel schlimm mit diesem 3D-Audio, wenn du den Sound links von dir hast, weil mein linkes Ohr ist halt tontechnisch nicht mehr ganz so gut jetzt. Und ich hör die Scheiße dann kaum. Ich kann da nicht orientieren, kommt das jetzt von links oder von rechts? Hab ich auch, weil ich nur eine kleine Box habe, so laut. Aber Das, ich weiß, was du meinst, dann baut es nicht mehr auf die richtigen Perks auf, Jero, ne? Und dann wird der Schaden schwächer, obwohl der eigentlich das Stärke ist. Dann kann es vielleicht die Verwundbaren sind, dann machst du dann weniger Schaden auf die, wie mit dem Eingegenstand vorher mehr und so weiter, ja. Also zu der Angriffskraft bei den Waffen, da haben wir jetzt, also ich habe auch ein paar Streamer durchgeguckt. Wir haben auch ausprobiert ohne Ende, wir sagen alle das Gleiche, da stimmt irgendwas nicht. Mit dieser Angriffskraftanzeige, gerade bei den Waffen. Ich verstehe nicht, was es soll mit Angriffskraft. Warum ist da nicht Int oder sowas? Ist doch komisch. Ist, ich glaube, da ist bloß dieser Raw Damage mit gemeint, den die Waffen machen. Der Basisschaden, oder? Komplett außen vor. Ich glaube, dass du den generellen Schaden sowieso machst, über diese Kacke, wo du mal aufbaust, diese Perks, ne? Mit geslowt, mit verlangt, mit was weiß ich, komplett gefreezed oder sowas. Richtig, aber du kommst eigentlich. Gerade mit dem Mate. Freeze, die machst die verwundbar, putzt sie zusammen und dann ballerst sie um. Aber das Gefühl, ja, dass du schreibst, dass du dich verbesserst, kommt zeitweise so rüber, aber dann zack, wieder nicht mehr. Ich hatte das manchmal. Ja. Hallo? Alles gut? Servus. Das ist Scaling tatsächlich, das ist ein bisschen weird. Warte, ich würde mal eben PC. Ich glaube, es kommt ganz, ganz drauf, ganz heftig drauf an, wegen diesen Dots, diesen Kombinationen der Debuffs. Weil es wurde ja mal gefragt zu den Beta-Tests, kann das alles stacken? Und das hieß ja. Also kannst du jemand vieren, slowen, freezen, furzen, schwächen. Und wenn du da eine Fähigkeit hast, die das alles dann deinen Char stärker macht, dann hast du immens Schaden. Das ist korrekt. Und das musst du erstmal so herausfinden. Deswegen, ich habe mich am Anfang gar nicht damit beschäftigt. Ich habe einfach hier gedrückt, da gedrückt, irgendwas geskillt. Aber ich hatte dann keinen Bock, weil es machen ja Profis. Dann habe ich mir dieses Bild, da habe ich Keks hat mir eins geschickt, was er gemacht hat. Dann habe ich dann nachher das hier herausgefunden. Das ist ja die gleiche Seite. Und ich gehe jetzt nach dem. Ich lese zwar hin und her, aber hey, es gibt da Profis, die damit beschäftigen sollen, die das doch machen. Wieso soll ich mich da stressen? Ich gehe nach dem, was gut ist. Ach du, ich mache das genauso. Ich sag dir ganz ehrlich, Diablo in a Nutshell ist für mich, ich zock gern mal nebenbei bei einer Runde Kaffee trinken, weißt du? Ja, und das will ich halt auch so machen, dass das Spiel immer bleibt, immer wieder mal.
Habe ich aber nie geschafft beim Diablo. Spätestens wenn die Season kam, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt, weil das hat mich immer so genervt, die Season mit neuen Charakteren fangen. Ich möchte nämlich den Charm so progressen, immer so ein bisschen verbessern. Und dann kommt der Charakter Level 1 wieder. Ja, fick dich. Und dann spiele ich auf Level. Endlevel habe ich schon keine Lust mehr, dann gehe ich wieder. Und dann machst du es immer wieder so in der Season. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also, du kannst ja in Diablo Sachen sammeln, die du dann in die Season mitnehmen kannst. Sowas ja, wie Lilith-Statue. Ich glaube auch diese Lilith-Ding, genau. Hey, Lilith-Ding habe ich erst 2 gefunden, random, ne? Erst 2. Ich habe bloß 2 überhaupt. Und das macht mein Schaden bestimmt auch. Ja, aber nach einer Liste bist du gegangen, oder? Oder nach einer Map? Ja, das Coole ist aber, ich bekomme die halt angezeigt, wenn ich jetzt mit Kollegen zocke. Also ich sehe ja die schon eingesammelten Statuen auf der Karte. Ja, okay, das ist OP, das ist Cheat. Lösch dich. Und kann dann mit meinen Friends halt hinlaufen, wenn die gerade questen. Und ich laufe dann halt dran vorbei. Bin keine Cheater also, hier. Ich bin gespannt, ob es mir auch so geht mit ab 50 dann. Soll ich DSS schon wechseln, oder? Wegen mehr Rüstung? Ja, aber ich bin halt schwächer. Angriffskraft 774 mit dem 762. Aber ich habe halt 200 mehr Rüstung fast. Du kannst übrigens das erweiterte Tooltip anmachen, ne? Hast du das an? Weiß ich nicht. Ich habe da nur Anlegen, Vergleich. Ja doch, klar, man steht doch da, oder? Das sind zwei Häkchen, die du setzen musstest in Diablo. Ich weiß nicht, ob du die gesetzt hast. Was, in den Optionen oder was? Mhm. Geh mal Option Gameplay ist das drin. Dann sind das zwei. Machen? Das sind zwei Häkchen, die mit Tooltip zu tun haben. Also die mit Imprint mehr Schaden für dich. Ja, denke ich auch. Natürlich. Weil die generelle Kraft wird ja bei dem schwächer. Aber ich habe da mehr Rüstung und ich habe die anderen Sachen irgendwie. Ja, yeah, also du darfst bei Diablo nicht inspammen oder so, wenn du mit einem Mage bist. Das kommt später alles noch. Warum, wieso, weshalb? Weil du brauchst ein bisschen was von den anderen Werten. Erweiterter Tooltip? Genau. Und erweiterter Tooltip-Informationen. Okay. Genau, die machst du beide an. Ja, mal gespannt. Und wenn du dann jetzt vergleichst, dann hast du eine bessere Übersicht. Und wenn du eine Leggy droppst, dann wird dir auch angezeigt, oha, wie hoch diese Leggy maximal rollen kann. Oha, schau mal an. Ja. Ja, dann siehst du direkt auf den ersten Blick, was für Werte du genau verlierst. Genau, deswegen habe ich mich gewundert, dass ich, na klar, tue ich als Mage nicht profitieren, so wie jeder schreibt, aber manche Sachen standen dann trotzdem oben mehr. Stärke, also ich bin stärker geworden, obwohl ich dann in gegen Ding getauscht habe. Vielleicht gegen, weiß ich nicht, war sehr komisch. Okay, jetzt sehe ich, was ich verliere. Ich verliere Mana und in den Sockel. Aber ich kriege Rüstung. Stärke ist egal, Abklingzeit halt. Das stimmt ja auch. Aber lohnt sich die Rüstung, dass ich mehr aushalte? Und dieses Grau, ich glaube am Anfang, da du eh bloß einen goldenen Helm an hast, ist das egal. Das ist nicht so schlimm. Du wirst ein bisschen in verlieren. Ich glaube 17 sind es. Ja, ich habe halt hier einen Sockel, glaube ich. 774. Und ich habe dann 762. 14 Stärke verliere ich. Rüstung gewinne ich. Nee, Rüstung verliere ich auch, oder? Nee, gewinne ich. Und Leben verliere ich auch. Am Cooldown Reduction kriegst du halt auch, ne? Ja, tausche ich gegen Leben und Mana irgendwie. Ist das jetzt nicht so eine Anzeige, Dero, mit dem Ding? Gerade so? Ach so, ob das hier direkt steigt, dass man nicht jedes Mal umlegen muss, das Ganze. Hier direkt. Weil ich klicke mal drauf. Merkt man dann die Zahl und schau dann. Ja, so meint es immer. Ja, ich weiß nicht, ob es wechselt. Ich wechsle einfach mal. Keine Ahnung. Sehe, wo ist jetzt noch. Einfach. Wie gesagt, bei goldenen Items ist das eh noch wen. Okay, siehst du direkt, ob das Leben steigt. Okay. Ja, warum haben sie es dann geändert? Nee, ansonsten ist das so. Nur später hast du ja diese Paragons. Und dann gibt es so Paragon-Nodes, die du halt erreichst. Das sind so Punkte. Und die, davon gibt es eine gebuffte. Und die kriegst du nur dann, wenn du so und so viele Punkte da hast. In Willenskraft, in Stärke, in Geschicklichkeit, weißt du? Mhm. Deswegen so, musst du die Werte so ein bisschen mixen. Ist das nicht so wie bei Elden Ring oder so? Ich weiß nicht, ich habe Elden Ring nie gespielt. Oder wie bei Souls-Spielen? Du musst gewisse Punkte haben, damit die Rüstung wirkt oder was oder so.
Also du kannst, hast hier da gewisse Fähigkeiten A, B, C, D und du musst bei dem BB haben, damit die eine Waffe oder die Fähigkeit wirkt. Mhm. Was mir auch fehlt, ist die Affixion wie die 3. Ach, das gibt's auch nicht? Auch das könntest du. Sehr unfertig, okay. Das ist alles rerollen in die 4. Nun, Max. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Gibt sogar im Plus-Gags. Alte 4. Moment. Das Danke, dass du da warst. Ja, sind Albtraum-Dungeons, die kannst du auf eine gewisse Stufe machen und die kriegen den Affix dazu. Oha. Irgendwie habe ich das, kommt mir das bekannt vor, ich weiß auch nicht. Aber das Gute ist ja, das kommt ja aus Diablo, von daher ist nicht so schlimm. Ja, stimmt, das kam ja erst, ne? Deswegen. Das waren ja die Diablo-Entwickler. Ja, deswegen habe ich ja gemeint, seit Legion merkt man extrem, dass es halt diese scheiß Diablo-Entwickler waren. Habe ich nie gemocht. Ich hab da halt zugeguckt bei so einem Streamer, die haben da irgendwie so einen Affix gehabt, wir müssen zusammenlaufen, sonst sterben wir. So, hey, irgendwie kommt dir das bekannt vor? Was? Okay. Wo kann man denn rerollen die Affixe, mein Hero? Warte, muss ich gucken. Ich hab das auf jeden Fall schon gesehen. Du brauchst dafür irgendwelche Todesblüten und so einen Scheiß. Aus der Höllenflut brauchst du dafür auf jeden Fall Items. Echt? Ich finde die Lilith total heiß, Mann. Ich mag die. Das Einzige, was ich richtig scheiße finde, ist, du kannst ja dieses einprägen, du kannst ja die Sachen aus den Ledges rausholen. Ja, hab ich. Aber begrenzt ist in den Taschenplatz, oder? Ne, ja, schon, aber du kannst die, wenn du die einmal eingeprägt hast, hätte ich gerne früher gewusst, kannst du die nicht nochmal wieder rausholen und auf ein besseres Rüstungsteil tun. Ach, du kannst die nur... Oha! Also wenn das so eine Ledge kriegst, die einmal so gut rollt, dass die wirklich perfekt ist, ey, heb die Scheiße auf und warte, bis du eine Endgame-Rüstung kriegst. Aber du kriegst das ansonsten. Ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe zwei Best-Roll-Ledges gekriegt, die kommen können. Mhm. Und die sind da jetzt eingeprägt und drinnen und ich kann sie nicht mehr rausholen. Bitte komm zu mir zurück. Ey, komm zurück. Was ist ja fies. Du kannst nicht nochmal rausholen, okay? Also es macht den Grind ja noch besser dann. Ich hätte dich bei mir in Endheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht, deine Augen. Du warst. Aber was ist ein Unterschied, weil jeder schreibt, Aspekte, die du extraktest, kannst du anwenden. Ja, das habe ich in der Tasche. Die du aus den Dungeons bekommst, so oft wie du Mats hast. Gibt es da Unterschiede? Ja, die aus den Dungeons ist immer der schlechteste Roll, den du kriegen kannst. Und da sind auch nicht alle drin, die so existieren. Und die du droppst, können halt auch besser sein. Du siehst das halt. Jetzt mit erweitertem Tooltip siehst du das, wenn du mit der Maus drüber hoverst. Da steht so ein eckigen Klammern, steht dahinter. Bis wo der Ledgy-Effekt sein kann. Ne? Er steht halt bei mir beispielsweise, keine Ahnung, ich habe jetzt einen in der Tasche. Hier wird der Gegner in der Nähe geheilt. Ja. Na, und dann steht da in eckigen Klammern dahinter 7 bis 26 und davor steht der Main-Wert in blau ist 22. Das heißt, 26 hätte es maximal rollen können, 22 ist es geworden und 7 ist das Schlechteste, was hätte kommen können. Achso, 2,0 bis 3. Genau. Und daran erkennst du halt, wie gut oder schlecht dein Roll ist. Du musst aber Tooltip anmachen, das ist wichtig, sonst... Das ist halt echt fies. Ich finde, das hätte standardmäßig an sein sollen. Wie geht's dir, Sani? Schön, dass du den Weg hier gefunden hast. Krass. Vielen Dank fürs Follow. Dann haben wir ja schon mal 42. Wir müssten 75 erreichen, ja, damit ich den scheiß Affiliate-Status hier kriege. 100% genau, kriege ich von Revenue. Ich muss nichts abgeben, Affiliate. Hier wird geschickt, hier, guck. Ist vom Okkulten kannst du das machen. Dankeschön, da kannst Sani. Du einen Legi-Affix bei einem anderen mit einem anderen ersetzen. Ja, das ist mit Maximum Roll, das kenne ich, das war Diablo 3 auch so. Ne? Hab mich verlaufen, das ist gut. Wie geht's dir denn? Lang nicht mehr.